Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Punch Club mit mir, mit dem Sender 29. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich würde sagen, wir machen mal weiter an der Stelle, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir haben ja schon angefangen zu trainieren. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen trainieren. Machen wir mal ein paar Liegestützen hier. Jawohl, wir sind wieder gleich auf 2 mit Geschick. Oh, er hat schon wieder Hunger. Dann hauen wir uns noch was hinter die Kiemen. Wir müssen arbeiten. Dann gehen wir mal arbeiten, würde ich sagen. So zu Fuß. Die 3 Dollar sind mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Die will ich jetzt momentan noch nicht ausgeben. Wir haben ja noch nicht so viel. Wir müssen ja sparsam sein. Komm schon, vielleicht kriegen wir ja noch 50 Dollar voll. Aber wir sind wieder runter auf 1 bei Geschick. So, 116 Dollar. Gehen wir noch in die Muggelbude. Zu Fuß. Jetzt können wir hier noch ein bisschen trainieren. Ja, 10 Dollar, das geht auch noch. Können wir mal ein paar, diesmal Gewicht heben. Was unsere Stärke auch mit. Deine Stimmung ist im Keller, sie beeinflusst die Effizienz deines Trainings. Okay. Ich hoffe, wir kriegen trotzdem genug. Und kriegen Stärke auch noch voll. Moment, kurz husten. Oh, sorry. Okay, wir brauchen also Spaß. Was ist denn das hier? Okay, dann macht er Klimmzüge mit Gewichten. Aber jetzt haben wir Stärke auch auf 2. Oh, er ist schon wieder hungrig. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal am Supermarkt vorbei. Was ist eine Fat Cat? Okay, cool. Dann holen wir uns ein paar Pizzen. Fleisch natürlich. So, jetzt haben wir noch 6 Dollar. Gehen wir jetzt erstmal nach Hause. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass diese Dinger vorher hier waren. Miau, miau. Ja, ja, ich weiß, dass du Hunger hast. Ich bin auch hungrig. Interessanter Koffer, wofür der wohl gut ist. Was ist das? Was für eine merkwürdige Maschine. Ich versuche das mal zu verstehen. Der Koffer, du hast einen merkwürdigen Koffer gefunden. Wie ist der überhaupt hier hingekommen? Okay. Was ist das? Nö, ich verstehe das überhaupt nicht. Okay. Was konnte man damit jetzt machen? Hallo Miezekatze. Erstmal die Miezi streicheln. Oh, brave Miezekatze. Gehen wir mal ein bisschen Fernsehen gucken, würde ich sagen. Können wir uns ja auch ein bisschen entspannen. Wir haben uns haben ein bisschen Spaß. Stimmung ist wieder hoch. So. Schauen wir mal halt Familien im Brennpunkt oder so, was um die Uhrzeit so läuft. Ballern wir uns mal 2 Fleisch rein und gehen ein bisschen schlafen. Wieder runter auf 1, verdammt. Wir müssen jetzt schlafen und dann noch mal richtig trainieren gehen. Moment, kurz einen, kurz einen Schluck trinken, sorry. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall ausgeschlafen. Dann haben wir uns noch 2 Fleisch rein. Jetzt können wir richtig reinhauen beim Training. Gehen wir zu Fuß. Problem ist, wenn man zu Fuß geht, kann... Oh fuck, wir haben keine... Sorry, wir haben keine 10 Dollar mehr. Wir haben nur noch 6 Dollar. Ich hätte wohl nicht alles ausgeben sollen für Fleisch, aber wir brauchen ja Essen. Komm, arbeite mal weiter. Und unser Spaß hängt langsam auch wieder runter. Okay, komm, jetzt können wir in die Muggelbude. Zu Fuß. Was ich sagen wollte, wenn man zu Fuß geht, kann es auch sein, dass man ab und zu angegriffen wird. Die wollen uns halt unser Geld wegnehmen und so weiter. Können wir mal ein bisschen Seil hüpfen? Haben wir auch noch nicht gemacht. Hä, unsere Stimmung ist doch eigentlich... Okay, die ist unter 50%. Wahrscheinlich liegt es daran. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. So. Aber wenigstens füllen sich Ausdauer und Geschick. So. Was ist denn das? Ah, okay.
okay, wieder Gewichte. Wir kriegen auch Stärke dazu. Echt viel sogar. Stärke und Ausdauer. So. Na komm. Gehen wir mal aufs Laufband. Soundverstimmung ist wieder irgendwie höher gegangen. Okay. Bestimmt, weil er neben den Damen hier ist. Wie geht's? Wie geht's? So ein Schlingel. Na komm, hau mal raus da. Jawoll. Bruce Lee gibt Gas. Okay, wir sind grün. Was ist das? Ausdauer. Ich muss erstmal klarkommen, was das überhaupt ist. Ausdauer ist Ball auf 3. Machen wir mal einen Punching Ball hier. Ba. So. Essen haben wir 26%, Energie 34. So. Dann gehen wir nochmal Seil hüpfen. Da kriegen wir vielleicht Ausdauer und Geschick noch auf 3. Bevor wir heim müssen essen und uns ausruhen. Okay, also er hat Hunger. Jawohl, wir haben Ausdauer auf 3 und Geschick auf 3 bekommen. Das freut mich. Jetzt gehen wir mal nach Hause. So. Oh Gott, das ist doch verrückt. Die Versuch ist auszustellen. Was ist das? Apu, was ist hier passiert? Weißt du, ich war nur 5 Minuten nicht hier und schon werde ich von verdammten Räubern in Tiermasken ausgeraubt. Wow, das ist schlimm. Tut mir leid, dass ich nicht hier war, um deinen Laden zu beschützen. Das Merkwürdige ist, dass sie mein ganzes Katzenfutter geklaut und ein paar schleimige Fußabdrücke zurückgelassen haben. Puh, das ist wirklich komisch. Lass uns das in Ordnung bringen. Ich brauche aber erstmal noch ein bisschen Fleisch. Danke. 26, okay. Hä? Ich frage jetzt, was ist das? Wir müssen essen und schlafen. Das Telefon. Hallo? Hey Junge, ich hoffe, du versuchst nicht alles auf einmal hinzubekommen. Du meinst, ich soll nicht alles auf einmal trainieren? Du kannst es ja versuchen, aber das sind noch Arbeit, Essen, Schlafen. Ich verstehe schon, Frank. Ich muss mich in einer Sache spezialisieren, richtig? Du bist ein kluger Junge. Mach weiter so, du Sportskanone. Okay. Aber er ist hungrig. Er will nicht ohne Essen schlafen gehen. Auch noch verwöhnt hier. So, komm, ballert hier was rein. Dann gehen wir mal schlafen. Ich muss ab und zu mal weiter nach links gucken, damit ich sehe, wie lange ich schon aufnehme. So, er träumt jetzt schön. Energie und Stimmung geht hoch. Okay, geht die Stimmung auch hoch, wenn er schläft. Das ist ja super. Ja, jetzt können wir uns wieder einen Steg reinballern. Da ist das. Ist das Poster nicht von die City Cobra? Okay. Wir müssen arbeiten gehen. Zu Fuß. Flitzen wir hin. Vielleicht kriegen wir die 50 noch voll. Wir brauchen ja noch Essen. Wir haben ja noch ein Fleisch. Soll ich grün? Ich glaube, ich mache. So. Ja, die 50 haben wir jetzt voll. Gehen wir mal in die Muggelbude wieder. Oh, verdammt, jetzt habe ich mich verdrückt. Jetzt sind wir mit dem Bus gefahren. Naja. Was soll's. Jetzt haben wir mal 10 Dollar. Wir sind schon wieder fast hungrig. Gehen wir mal aufs Laufband als erstes diesmal. Wir sind schon bei Tag 11. Warum ist unsere Stimmung schon wieder unten? Das ist komisch. Wie sollen wir das aber schaffen? So viel wie der futtern will. So viel Geld hat doch kein normaler Mensch. Um jedes Mal was zu essen zu bekommen, das kostet 20 Dollar so ein Fleisch. Komm, ein bisschen Zeit springt, gehen wir noch mal ein bisschen an den Punching Ball. Vielleicht schaffen wir das noch mal 10%. Schaffen wir die Geschicke hier auf 3. So braucht man, okay. Vielleicht schafft es doch nicht.
Dann gehen wir halt uns noch ein bisschen Fleisch kaufen beim Abu. So. Wir gehen zum Supermarkt zu Fuß. Der Abu. Brauchen halt 3 Fleisch. So. Gehen wir mal nach Hause. Schon wieder das Telefon. Ich bin nochmal. Hallo? Hey Junge, du hast deine Garage schon mit Sportgeräten vollständig. Ich glaube, das würde mir einiges an Zeit und Geld kosten. Bestimmt. Na klar, pass auch nur auf, dass du dieses Geld nicht mit dir rumträgst. Da draußen gibt es eine Menge zwielichtiger Typen. Keine Sorge, Frank. Die machen Bekanntschaft mit meinen Fäusten. So, gehen wir mal was essen. So. Mal gucken, was das hier kostet zu Fuß. Das sind eh bleiben immer nur noch 2. Der Propper. Der sieht aus wie der Meister Propper. Eine alte Bank. 250 Wing Chun. Kleiner Punching Ball Laufband. Da müssen wir noch eine Menge arbeiten. Können wir sowieso jetzt machen. 250 Wing Chun. Vielleicht kriegen wir das Geld ja voll. Ich muss noch kurz was trinken, sorry. Nicht zu arbeiten, weil du zu müde bist. Na super. Ich geh mal ein bisschen schlafen. Aber ich frage mich, was der Koffer da ist. Was für einen Sinn hat er überhaupt? Wenn ihr es wisst, könnt ihr es ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Aber bitte nicht spoilern. Ach, jetzt können wir wieder was futtern. Und wir essen jetzt mal ein Fleisch. Wir können ja Liegestütze machen. Können wir da überhaupt raus? Den Garten, kann man damit im Garten überhaupt irgendwas machen? So, jetzt haben wir Ausdauer auf 3, die schicke auch bald auf 3. Aber wir müssen trotzdem wieder in die Mugibude. Was macht denn da? Und dann irgendwas? Okay, jetzt tritt einfach nur gegen die Kartons. Fernsehschauen müssten wir auch noch mal. Schauen wir noch ein bisschen fern und machen unsere Stimmung hoch. Essen müssen wir dann auch wieder was. Und das ist halt das irgendwie das Problem. Man kommt nicht dazu, so viel Geld zu verdienen. So. Okay, die Stimmung ist jetzt oben. Jetzt gehen wir noch ein bisschen pofen. Das ist ein schönes Leben. Essen, schlafen, trainieren und dann Fernsehen schauen zwischendurch. So, jetzt haben wir noch ein Fleisch. Okay, das sieht eigentlich richtig gut aus. Baller uns das letzte Fleisch auch noch rein. Holen wir uns halt im Supermarkt noch ein bisschen Fleisch. Beim Abu. 10 brauchen wir ja zum Trainieren. Die waren in die Mugibude. Beinahe ich wieder mit dem Bus gefahren. Müssen wir arbeiten gehen. Wir brauchen dann wieder Geld. Ja, gehen wir mal aufs Laufband. Da müssen wir Geschick und Ausdauer auf 3 kriegen oder jetzt erstmal Ausdauer. Ich renne hier mit. Okay. So, gehen wir mal an den Sandsack. Obwohl, die Geschick kriegen wir auch voll gleich. Haben wir auch gleich auf 3 und Stärke auch auf 2. Das ist super. Aber normal könnte man doch alles trainieren, oder? Warum eigentlich nicht? Oh, wir sind wieder runtergegangen. Jetzt gehen wir wieder hoch. Dann gehen wir noch einen Punching Ball. Seilspringen können wir auch noch machen. Können wir auch die Handeln benutzen? Nee, leider nicht. So, jetzt haben wir 1-1-3-3. Pumpen wir noch ein bisschen unsere Muggis auf. So. Gehen wir jetzt hier an den Reifen. Gehen wir Ausdauer und Stärke dazu. Oder sogar Geschick. Komm, ich würde sagen, das reicht. Wir müssen jetzt erstmal. Raus. Ich sage, für den Rest von unserer Energie und unserem Hunger gehen wir jetzt erstmal arbeiten. Wir brauchen ja Geld für Essen. Oh, ich hab
Okay, die 50 haben wir wenigstens voll bekommen. Wir sind zwar zu müde. Gehen wir zum Supermarkt. Mehr Geld habe ich nicht. Glaubst du, ich bin blöd? Gib mir den Rest. Hey, was guckst du? Was guckst du? Ich habe mich nur gefragt, wie du ohne Zähne aussiehst. Ich wollte nur eine Limo, aber ich kann auch später kommen. Gar nicht, wenn du was willst, dann nimmst du ja natürlich die 1. Okay, zeig dem Schurken 1, oh, 1, 5, 2. Dann kämpfen wir mal. Voll! Komm schon! Oh, er trifft uns. Oh, 3. 1. Komm, Bruce Lee, komm schon. Oh, er trifft uns die ganze Zeit. Wir treffen ihn nicht. Jetzt 2, 2, 4, 6. Super! 3. Oh, er trifft uns für 3. 2, 1, 2. Wir liegen noch vorne. 1. Ja, reicht aus, 2. Komm schon. Komm schon. Komm schon, Bruce Lee. Hau zu. Oh, mit 1, 2. Ein Abruf und Feier da hinten. Steht in der ersten Reihe bei einem Kampf. Weiter. Voll. Unsere Energie ist voll, seine Aura auch. Komm schon. Hau ihm auf die Schnauze. Na los. Wir treffen uns bei einem Schattenboxen. Oh, er hat uns mit 4 getroffen. Wir 1, 1, er 1. Wir treffen ihn, aber ziehen ihm nichts ab. Das ist schon ein bisschen komisch. Er hat 71, wir haben 84, 68. Wir haben ihn getroffen. Oh, er hat uns auch mit 3 getroffen. Oh, 2. Oh, komm schon. Runde 4 ist fast vorbei. Wir sind noch leicht in Führung. Moment, ich mach mal das hier rein, so. Vielleicht bringt das ja mehr. Aua, er trifft uns mit 1. Er verliert dann, glaube ich, auch Ausdauer. Energie wird beim Treffer verbraucht. Hätte er Schläge verbraucht, mehr Energie. Oh. Komm schon. Komm schon, Bro. Oh, er trifft uns hart. Ja, aber mit 2, 4, 5, 7. Super. Jetzt geben wir Gummi. Okay, es hat jetzt auch irgendwie nichts gebracht. Ich lasse es jetzt erstmal so. Wir führen ja noch ein bisschen. So, komm schon, Bruce. Hau zu. Oh, oh. Oh, oh. Ich wollte doch nur Fleisch kaufen. Jawohl. Oh. 2, 3, 4, 5. Komm schon. Komm schon. Oh, er trifft uns aber auch mit. Oh, ein 6er Kombo. 2, 3, 4. 3. Ich mach mal Blocken wieder rein. Das hat mehr gebracht. Weil wir haben nur ein paar P-Punkte mehr als er. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen abwehren. 2, 3, 5. Ist aber runter auf 47 Ausdauer. 2, 4, 6. Komm schon. Komm schon. Wir können gewinnen. Wir können gewinnen. Oh, oh, oh. 7. Wir haben 30 Energie und er hat 26. Komm schon, Bruce. 1 zu 1. Wenn wir wieder ans 2, 4, 6. Ja, aber er hat nur noch 18 Energie. 18 HP natürlich. Komm schon, 2. Nur 10, komm schon. Schlag zu. 1, oh. 1, 2, 4. Jawohl, noch 6. Das können wir schaffen. Wir haben ihn. 1, 2. Wir hatten noch 4. Komm schon. Na los, hau ihn um. Er hat nichts mehr. Hau ihn um. 1, 1, 2. Komm schon, noch ein Treffer. Jawohl, da ist der K.O. Wir haben gewonnen. Belohnung. Plus 30 Stimmung und minus 16 Leben. Ein Verbrechen verhindern. Du hast zum ersten Mal ein Verbrechen vereitelt. Ich bin stolz auf dich. Danke. Oh, vielen Dank, mein Held. Hier beim Kämpfen zuzusehen hat mich an meinen alten Freund. Er war ein wahrer Meister. Aha. Aber er war nicht besser als wir. Ja, immer noch 20. Ich dachte, wir haben ihm den Arsch gerettet und er verlangt immer noch dasselbe Geld. Unglaublich. Gehen wir mal nach Hause. So, dann würde ich sagen, dann war's das für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.